Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Oh mein Gott, wie lange habe ich das schon nicht mehr gesagt? Ich kann gerade wieder was aufnehmen, weil mein PC gefixt ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr das in den Let's Plays überhaupt mitbekommen habt, aber die Leute, die meine Streams gucken, haben das mitbekommen, dass ich einige Zeit überhaupt nichts aufnehmen konnte, weil mein PC, naja, sagen wir mal, etwas kaputt war. Jetzt bin ich aber wieder da. Mein PC ist gefixt und jetzt kann ich wieder Sachen aufnehmen für euch. Und ich nehme als allererstes eine Demo auf. Ich weiß noch nicht genau, wann ihr das seht, aber ihr werdet das auf jeden Fall irgendwann sehen. Ich freue mich aber, dass ihr dabei seid. Und wir spielen heute die Demo zu Tiny Bookshop. Das soll ganz niedlich sein und ja. Ich weiß nicht, wie lange diese Demo geht, deswegen werde ich alles an einem Stück aufnehmen. Es sei denn, die Demo geht 7 Stunden, dann nicht, aber ja. Es kann sein, dass ich dann einfach im Nachhinein ein bisschen rumschneide und es dann nicht für jede Folge ein Hallo und Tschüss gibt. Aber wir starten jetzt erstmal und schauen mal, wohin uns die Reise führt. So, jetzt geht's los. Okay, das sieht schon sehr süß aus, oder? Unser Buchladen hat geöffnet. Einfach so. Tilde, sieh an, du bist wohl für den neuen Buchladen hier verantwortlich. Ich habe schon viel von dir gehört. Nun ja, ich weiß bereits, dass du gebrauchte Bücher für einen guten Preis verkaufen willst und dass du nicht aus der Gegend kommst. Außerdem bin ich mir sicher, dass du jemanden brauchst, der dir zeigt, wie es hier so läuft. Willkommen in unserer Kleinstadt. Ich bin Tilde. Ich bin die Besitzerin des Buchladens im Ort, also kannst du dich auf meine Ratschläge verlassen, auch wenn ich mittlerweile im Ruhestand bin. Also mal sehen. Du solltest wissen, dass wir Buxtonia einen sehr besonderen Lesegeschmack haben. Ich lese beispielsweise nur Klassiker und Krimis und kaum was anderes. Wie wär's? Ich sehe mir einfach mal deine Auswahl an und schaue, ob ich etwas Lohnenswertes finde. Okay. Sind jetzt Pfeile dran? Prima, du hattest das richtige Buch dabei. Aha. Wenn jemand ein Buch findet, das ihnen gefällt, werden sie sich weiter in deinem Laden umschauen. Schade, da war nicht das richtige Buch dabei. Auch wenn du noch ein paar Bücher des Genres dabei hast, entscheidet deine Verkaufschance darüber, ob Leute sich wirklich in eines deiner Bücher verlieben. Du kannst dir die Verkaufschance jederzeit anschauen, indem du deinen Mauszeiger über eines der Buchgenres rechts bewegst. Die Verkaufschance ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute auch wirklich ein Buch dieses Genres finden, nach dem sie suchen. Je mehr Bücher des jeweiligen Genres du dabei hast, desto höher die Chance. Während du nach und nach Bücher verkaufst, sinkt sie natürlich wieder. Das letzte Buch eines Genres zu verkaufen, schaffen nur die Besten der Besten. Hallo, wer bist du? Oh, und ihre Zwillingsschwester. Sie hat schon ewig nach dem Buch gesucht. Chat, wir haben das Richtige. Jetzt sage ich hier schon Chat. Jetzt bin ich im Livestream. Zuschauer. Kommentare. Wir haben das Richtige dabei. Aber wie fülle ich das denn hier wieder auf? Wieso kommen die alle angejoggt? Fern. Oder Fern? Fern? Hi, du gehörst zu dem Laden hier, oder? Ich habe gesehen, dass Tilde dich schon erwischt hat. Hat sie bei dir auch so mysteriöse Andeutungen gemacht? Ja, so ist sie wohl. Hat mir alles über den Kurier erzählt, bevor ich überhaupt meinen ersten Arbeitstag dort hatte. Oh, ich spreche vom Buxtonbury Courier. Das ist die Lokalzeitung. Also ich schreibe so ein bisschen für die. Ich bin Fern Estrada. Nett, dich kennenzulernen. Deine Ankunft ist wahrscheinlich das Interessanteste, was hier seit einer Weile so passiert ist. Deshalb, naja, entschuldige bitte die Störung, aber es ist dadurch irgendwie mein Job, über dich zu schreiben. Wie wäre es, wenn du mir ein paar Fragen beantwortest und ich organisiere dir dafür ein kostenloses Abo? Der Veranstaltungskalender wäre sicher nützlich für dich. Außerdem verkaufen Leute in den Kleinanzeigen oft gebrauchte Bücher. P, also fürs Protokoll. Was hat dich dazu motiviert, nach Buxtonbury zu kommen? Brauchte eine Auszeit, bin auch auf der Suche. Ich wollte ein Abenteuer. Oh wow, mir geht's ganz ähnlich. Also ich drück dir die Daumen. Okay, und was ist bisher dein erster Eindruck von der Stadt? Finde ich freundlich? Keine Sorge, das ist es wirklich. Die Leute hier mischen sich zwar ganz gerne ein, aber nur mit den besten Absichten. Vielen Dank für das kleine Interview. Ich weiß es echt zu schätzen. Und ich verspreche dir, morgen früh bekommst du direkt deine erste Ausgabe des Kuriers. Dann schaue ich mir mal deine Auswahl an, wenn es dir nichts ausmacht. Man sieht sich? Kauf bestimmt Romane. Nee, doch nicht. Aber warum hatte der plötzlich so rote Wänkchen? Oh. Die geben uns Buffs, wenn wir bekannte Leute im Laden haben. Wir haben fast keine Krimis mehr und keine Fantasy-Bücher. Wie viel kauft ihr denn? Ja, wir haben kein Fantasy-Buch mehr. Das ist alle selber weggekauft. Fern. Tschüss. Ach, ich kann sogar... Oh mein Gott. Wer bist du? Ich kann mich ja hier hin und her bewegen. Okay. Tag ist rum. Buxtonbury Courier. Voller Artikel, Events und Kleinanzeigen zum Verkauf. Danke, Fern. Der Buxtonbury Courier berichtet über alle möglichen Geschehen in der Stadt. Hier kannst du das Wetter für heute und morgen nachschauen und nach besonderen Events Ausschau halten. Hier siehst du, wie viel Geld du noch in der Tasche hast. Und hier alle Bücher, die du besitzt, sowohl im Lager als auch im Laden. Sieht so aus, als würden sie langsam knapp werden. Hier in den Kleinanzeigen kannst du gebrauchte Bücher kaufen, um deinen Vorrat wieder aufzufüllen. Klick einfach auf eine Box, um sie zu kaufen. Oha, das heißt, ich weiß vorher überhaupt nicht, was da drin ist. Sehr nützlich, dein Vorrat an Büchern musst du immer gut im Blick behalten. Ah, da ist aber einiges drin. Okay, das ist okay. In den Kleinanzeigen findest du oft auch anderen Schnickschnack. Los, retten wir diesen einsamen Kaktus. Pflanzen, die stechen, beißen nicht. Solange eingeladen. Plus 2 Reisebücherverkaufschance. Ich kann das auch noch alles dekorieren. Schließ die Zeitung, indem du nochmal auf ihr Symbol in der Leiste hier unten drückst. Lass uns dem einsamen Kaktus ein neues Zuhause geben. Das ist deine Aktionsleiste. Hier kannst du unter anderem deine Zeitung öffnen oder deinen Laden einrichten. Klicke hier, um mit dem Dekorieren loszulegen. Das ist dein Inventar. Klicke und ziehe einen Gegenstand, um ihn in deinem Lädchen zu platzieren. Oh, süß. Ist sogar einen Boost bekommen. Ja, das stand ja schon dabei quasi. Mehr Reisebücher. Manche Gegenstände beeinflussen deine Verkaufschance oder verändern die Effektivität an anderer Gegenstände. Manche Gegenstände erhöhen auch deine täglichen Kosten, also passe ein bisschen darauf auf, was du mitnimmst. Bewege deine Mauszeiger über einen Gegenstand, um zu sehen, was er macht. Mit Rechtsklick kannst du ganz einfach einen Gegenstand wieder entfernen. Will ich aber nicht. Habe ich gemacht und jetzt? Oh, ich sollte das entfernen. Ich habe das Bücherregal entfernt. Du kannst deinen Bücherladen von innen und außen dekorieren. Klick einfach hier, um die Ansicht zu wechseln. Lass uns was drinnen hinstellen. Bücherregal wäre gut. Klicke hier, um anzufangen, deinen Bücherladen zu bemalen. Was sind deine Farben? Klicke uns hier an Farbeimer, um loszulegen. Ich mag das Grün, ehrlich gesagt. Oh. Jetzt musst du nur noch deinen Eimer über der ausgewählten Stelle loslassen, um sie zu bemalen. Ich habe meinen Eimer losgelassen. Warte, welche Farbe kriegt das Bücherregal? Sobald du dich künstlerisch ausgetobt hast, kannst du hier klicken, um zu speichern und zur Karte zurückzukehren. Plus 50% hängende Effekte? Ach so. Sachen, die quasi hängen, die werden nochmal um 50% gebufft. Ein Klapptisch. Ein tägliche Kosten. Gästebuch. Oh, wie süß. Ich will den Tisch jetzt eigentlich ungern, obwohl kostet ein Geld am Tag. Ach komm. Den kann ich sogar einfärben. Okay. Habe ich das jetzt alles gespeichert? Willkommen in Buxtonbury. Du kannst dir auf der Karte jeden Tag einen anderen Ort aussuchen, an dem du deinen Laden aufbaust. Jeder Ort hat eigene Kosten, um dort einen Laden aufzubauen. Sie setzen sich aus den ortseigenen Fahrtkosten und Standgebühren sowie deinen täglichen Ausgaben zusammen. Im Laufe der Zeit wirst du mehr und mehr Orte entdecken. Fürs Erste wähle aber nochmal die Küstenpromenade. Oh, ich will ans... Hier, Leuchtturm. Ist das die Feuerwehr? Nee, Supermarkt, Mega-Marché. Hier am Brunnen. Da will ich hin. Oder in die Ruinen. Oh, hier wohnen wir. Okay. Das sind die Bücher in deinem Lager. Wähle ein Genre, in dem du es anklickst, um anzufangen, deine Regale zu füllen. Wir müssen Reisebücher mitnehmen. Klicke in dein Regal, um Bücher des ausgewählten Genres einzuladen. Du kannst auch klicken und ziehen, um mehrere Bücher zu platzieren. Wir nehmen alle Reisebücher mit, weil wir kriegen Buffs auf Reisebücher. Mehr Bücher eines Genres mitzunehmen erhöht die Chance, dass ein Exemplar dabei ist, das den Suchenden gefällt. Schau dir die Verkaufschance an, indem du deinen Mauszeiger über die Bücher rechts bewegst. Wow. Ach so, 48%. Mit Rechtsklick kannst du Bücher wieder entfernen. Okay, will ich aber nicht. Lass uns das Regal ganz auffüllen. Wir haben genügend Bücher, um keine Lücken zu lassen. Okay. Wir haben jetzt hier 7. Wir haben insgesamt für 40 Platz. Okay. Nein! Oh, das überschreibt das einfach. Habe ich jetzt alles? Ja. Dein Laden ist bereit. Du kannst jetzt losfahren oder deine Auswahl noch ein bisschen anpassen. Ja, 40%. Ist auch gut, oder? Okay. Sommer, Dienstag, der 2. dir schon aufgefallen, dass du dich in der Stadt umschauen kannst? Ja. Klicke und bewege deinen Mauszeiger, um dich umzuschauen. Du kannst auch mit Gegenständen vor Ort interagieren. Klick sie dazu einfach an. Nimm doch am besten direkt diese Boje mit. Ja, ich hab einfach geklaut. Noch mehr Reisebücherverkaufschance. Aber kann ich das mitten am Tag jetzt auch einfach ausrüsten? Du bist so ein Feini. Nee, das kann ich erst... Auch wenn du unterwegs bist, kannst du noch Bücher und Deko kaufen. Aber sie landen dann direkt im Lager, von wo aus du sie am nächsten Tag einladen kannst. Samstag ist Flohmarkt. Hörzugang beeindruckt Anwohnende mit mobilem Buchladen. Haben sie schon mal davon geträumt, sich auf ein Abenteuer einzulassen und ganz woanders ein bescheidenes kleines Geschäft zu eröffnen? Genau das tat eine Person mit mobilem Buchladen und wählte dabei unser kleines Städtchen als neuestes Ziel. Auf Nachfrage des Kuriers bezeichnete die Buchhandelskraft Buxtonbury als sehr freundlich. Schauen Sie morgen an der Küstenpromenade vorbei, um mehr über das neue Lädchen zu erfahren. Buxton-Universität gibt Gebührenerhöhung bekannt. Studierendenrat tritt in Streik. Streitgespräche folgen. Okay, ich denke mal, gutes Wetter ist besser als schlechtes Wetter. Und wenn hier noch was stattfindet, ist noch besser. Wo steht denn jetzt die 1? Weil hier noch Sachen zu kaufen sind. Stand irgendwo da, wie viel Platz ich im Lager habe für Bücher? Okay. Ach, da. Ich wollte gerade sagen, muss ich jetzt hier noch irgendwas machen? Aber nein, die Leute kommen. Das Ding ist, ich habe jetzt dort einen Tisch, aber keine Stühle. Sie hat kein Reiseführerbuch gefunden, obwohl ich 7 Stück dabei habe. Ach, du bist wieder da. Ich wollte dir nur mein Lob aussprechen. Durch dich ist es hier richtig lebendig geworden. Sicherlich willst du nun auch an anderen Stellen dein Glück versuchen. Meine Freundin Mary führt ein sehr erfolgreiches Café im Stadtzentrum. Wenn ich sie anrufe und sie überrede, dir einen Stellplatz zu geben, könntest du eine Menge neue Kundschaft gewinnen. Ich weiß, Liebes, ich kenne mich eben sehr gut aus mit diesen Dingen. Man muss ja auch mal aus sich herauskommen. Gut, dann wäre das ja entschieden. Wir treffen uns im Café Liberté, sobald du kannst. Süß. Challenge freigeschaltet? Kaffeekränzchen. Tilde hat dich gebeten, sie am Café zu treffen. Scheint, als würde sie keinen Nein akzeptieren. Ach, und wo wir gerade von Selbstvertrauen sprechen. Ich habe gehört, dass unser lieber Walter ziemlich beeindruckt von deinem Wagen war. Warum gehst du nicht mal zu ihm und stellst dich vor? Er müsste gerade von seinem letzten Fang zurück sein. Moin, Landratte. Stell dich Walt dem Fischer vor. Normalerweise schnackt er am Pier mit einem gefiederten Freund. Du solltest dir das vielleicht aufschreiben, Liebes. Ein gut organisiertes Notizbuch wird sich in unserem Beruf als nützlich erweisen. Weißt du was? Ich habe noch ein paar unverkaufte Notizhefte aus meinem alten Laden übrig. Also, du kannst gern dieses hier nehmen. Ich hoffe, du wirst es gut gebrauchen. Auf Wiedersehen. Du hast dein Notizbuch bekommen. Öffne es jederzeit, um zu schauen, was so passiert ist. Klick einfach auf das Notizbuchsymbol in der Leiste. Was ich aber gut finde, ist, sobald hier ein Dialogfeld aufploppt, ist das hier im Hintergrund pausiert.